Hallo, ihr Lieben. Wir sind das Ensemble vom SpongeBob Musical und wünschen euch viel Spaß bei Santiago Ciesmas Adventskalender. Hier in unserer Stadt bist du niemals allein, auf Flosse oder Bein, ob groß oder ob klein. Ja, hier bei uns sollst du willkommen sein. Das ist die Bikini Bottom Art. Ach, da seid ihr ja. Na prima, ich freue mich. Ich freue mich ganz doll, dass ihr da seid. Nämlich, wir sind ja in Santiagos Adventskalender, oder? Wisst ihr nicht? Doch, doch, wisst ihr. Also, ich stelle mich mal vor und warum ich hier unten bin, sage ich euch auch. Also, ich bin hier in meinem Arbeitszimmer und da ist es natürlich nicht ganz so doll aufgeräumt. Überhaupt nicht, sage ich mal. Aber es ist gemütlich. Das ist ziemlich gemütlich. Und ich bin Jürgen Kluckert. Das muss ich euch auch sagen. Bin Schauspieler, Synchronsprecher. Und nicht nur das mache ich, mache auch Hörbücher und Hörspiele und ach, alles Mögliche. Also, und damit ihr wisst, wen ich so spreche oder wem ich meine Stimme gebe, da habe ich einen, vielleicht kennt ihr den, das ist Mr. Krabs aus SpongeBob. Das ist der Chef von SpongeBob. Ja, und dann habe ich noch so Leute wie Chuck Norris und Schauspieler Donald Sutherland, muss ich ganz deutlich sprechen, ganz deutlich. Und habe noch ganz viele, ich könnte hier nochmal nachgucken. Ach, ich sag euch nicht alle, man kann es auch nachlesen irgendwo. Aber ich freue mich, dass ich heute mal in dem Adventskalender vom Santiago bin, weil wir nämlich da noch ein Türchen haben. Ein Türchen, das wir nachher aufmachen. Und ach, apropos ein Türchen, das wir nachher aufmachen. Ich könnte euch auch noch sagen, dass ich noch eine ganz elefantenstarke Figur habe. Eine Figur, die manchmal im Fernsehen auch zu sehen ist oder als Hörspiel zu hören ist. Und die zeige ich euch mal. Und die ist ganz klein hier bei mir, aber er ist ja elefantenstark. Es ist mein Liebling. Mein Liebling ist das. Und der ist Benjamin Blümchen. Ja, der ist ein lieber, braver, den mag ich ganz besonders. Ihr vielleicht auch und auch vielleicht die Erwachsenen. Oder vielleicht waren die Erwachsenen ja auch mal kleiner, Kinder. Und da habe ich den sicher auch schon gesprochen. Ja, das ist so, dass wir... Also, das mit dem Adventskalender ist die Sache, dass ihr jetzt ein Türchen öffnet und ich glaube, der Santiago Ciesma, der zeigt euch das jetzt. Habt viel Spaß dabei.